Herzlich willkommen zu einem grausamen Spiel. Diablo 3. Ja, es ist soweit. Ich spiele Diablo 3. Das Ganze auf dem PC. Und ja, vorerst möchte ich erstmal einiges erklären. Der ein oder andere kennt das Spiel eventuell nicht. Und deswegen erkläre ich es einfach mal. Diablo 3 ist der dritte Teil der Diablo-Reihe. Ich weiß, das wussten viele nicht. Ne? Ich habe jetzt vieles aufgedeckt, ich weiß. Und das Ganze ist ein Rollenspiel. Klingt klassisch, ist aber mega gut umgesetzt. Wir haben verschiedene Charaktere und die haben alle ganz verschiedene Fähigkeiten. Einmal dann in männlich und einmal dann in weiblich. Dann gibt es noch einen Hardcore-Held und einen, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Es heißt ja Season, aber hier wird es irgendwie ins Deutsch übersetzt. Auf jeden Fall so ein Season-Held. Das ist was ganz Spezielles. Und ja, jetzt gucken wir uns doch einfach mal die Charaktere an. Der Barbar. So, Barbar. Das Primärattribut Stärke. Dieser Stolche? Wie spricht man das aus? Keine Ahnung. Habe ich noch nie zuvor gehört. Dieser Krieger nutzt seine gewaltige körperliche Kraft, um seine Feinde zu zerschmettern. Der Barbar kämpft aggressiv und lässt dabei eine Vielzahl heftiger Angriffe auf seine Feinde niederhageln. Die zähen und unnachgiebigen Barbaren nutzen ihre Wut und ihre physischen Fähigkeiten. Fertigkeiten. Um ihre Gegner im Nahkampf zu bezwingen. Wut treibt die Angriffe des Barbaren an. Eine Kraft, die inmitten des Kampfes durch das Erleiden und Verursachen von Schaden erzeugt wird. Okay. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, das Spiel ist sehr, sehr, sehr mittelalterlich und sehr mystisch gestaltet. Heißt, es kommen Worte vor, die mir vorher unbekannt waren und ich deshalb nicht kenne und vielleicht auch nicht richtig ausspreche. So, der Kreuzritter, der ist neu, er kam dazu. Den gab es damals schon als Paladin in anderen Diablo-Teilen und er kam dazu mit dem Diablo 3 DLC, Reaper of Souls. Gut, Kreuzritter, Primärattribut Stärke? Oh, okay. Dieser Ordenskrieger hat sich verpflichtet, die Welt durch Disziplin, Ehre und Wachsamkeit vom Bösen zu läutern. Mit Hilfe seiner schrecklichen Pflege und Schilde beherrscht der Kreuzritter das Schlachtfeld und läutert die Welt von ihrer Verderbnis. Der Kreuzritter ist in jedem Kampf ein unerschütterlicher Fels. So. Er hält Horden von Feinden stand und vernichtet aber Monster. Nah und fern. Der gerechte Zorn des Kreuzritters treibt ihn an. Jeder seiner Angriffe erzeugt Zorn. Der ist dem Kreuzritter erlaubt, immer verheerende Mächte freizusetzen. Also die Sprache ist echt. Die Sprache ist echt eine Sache für sich. Der Dämonenjäger. Ja, ein Fernkämpfer. Und meiner Meinung nach ziemlich schwer zu spielen.
Dämonenjäger Primärattribut Geschicklichkeit. Aber noch was. Es gibt auch Disziplin. Distanzwaffen und Manipulation der Schatten machen diesen Helden zu einem raffinierten Dämonenbezwinger. Der Dämonenjäger verwendet eine Vielzahl von Fallen und Fluchtfertigkeiten, um dem Griff seiner Feinde zu entkommen. Die tödlichen Dämonenjäger bewegen sich wie Schatten über das Schlachtfeld, um ihre Gegner aus der Ferne zu bezwingen. Die Angriffe des Dämonenjägers und seine taktischen Fertigkeiten werden von Hass und Disziplin angetrieben. Hass regeneriert sich schnell, während Disziplin langsam steigt. Mönch. Primärattribut Geschicklichkeit. Ein heiliger Krieger, der schneller ist, als das Auge folgen kann. Und seine Feinde mit präzisen Schlägen beseitigt. Okay, ja, klingt sehr simpel, aber ist eigentlich eher ein sehr besonderer Charakter. Wenn nicht sogar der beste. Heilige und elementare Magien durchströmen den Mönch, der mit ihrer Hilfe sowohl heilen als auch seine Feinde vernichteten Schaden zufügen kann. Es ist ganz komisch. Mönche sind Meister der Kampfkunst, die Gegner heftige Schläge versetzen und deren Angriffen gewandt ausweichen. Seine Geisteskraft ist die Quelle der Fertigkeiten des Mönchs. Geisteskraft wird durch die Hauptangriffe des Mönchs gewonnen. So, jetzt der Totenbeschwörer, der ist auch neu. Den gibt es auch nicht seit Anfang an. Totenbeschwörer, Primärattribut Intelligenz. Als Gebieter über die Toten beschwört dieser dunkle Priester eine furchterregende Armee oder setzt die Mächte von Blut und Knochen ein. Totenbeschwörer sind gefährliche Gegner, die Leichen kontrollieren, Tote erwecken oder Feinde verfluchen, um ihnen die Lebensenergie zu entziehen. Geschützt durch ihre Diener verlassen sich Totenbeschwörer auf mächtige Zauber und Schnelligkeit, um ihre Feinde zu besiegen. Totenbeschwörer können die Essenz spüren, die jedes lebende Wesen in sich hat, und verwenden sie als Quelle ihrer Todesmagie. Hexendoktor. Primärattribut Intelligenz. Dieser Manipulator der Mächte von Leben und Tod nutzt die Macht der Geister auf gewitzte und erstaunliche Art. Mit seiner großen Sammlung von offensiven Zaubern scheut sich der Hexendoktor nicht, sich in den Kampf zu stürzen. Der weise Hexendoktor ruft die Magie der Geister der Welt herbei und beschwört Kreaturen aus ihren Gräbern, also ähnlich wie der Totenbeschwörer. Der Hexendoktor nutzt die Kraft des Manas oder Magie, um vernichtende Zauber zu wirken. Und jetzt mein Lieblingscharakter, der Zauberer. Primärattribut Intelligenz. Ein Meister der temporalen und elementaren Energien, die Schöpfung selbst antreiben. Der Zauberer kann mit einem formidablen Aufgebot an direkten und Flächenzaubern Schaden verursachen, ihn widerstehen und ihn vermeiden. Fragilen Zauber erschaffen mit Magie Schutzschilde und lassen Zerstörung auf ihre Gegner hinabregnen. Der Zauberer verwendet Arkankraft, eine sich schnell regenerierende Ressource, um Zauber zu wirken. Gut. Dann jetzt hier zu diesem Hardcore-Held. Warnung: Wenn ihr Hardcore-Held stirbt, können sie ihn nie wieder spielen. So, und dann jetzt hier diesen Season-Held. Fangen sie bei 0 an und messen sie sich mit ihren Freunden, um so exklusive Belohnungen zu erhalten. Ja gut, das ist jetzt nicht so ganz meins. Gut, wir fangen mit dem Zauberer an, weil ich ihn einfach am besten finde. Und nenne ihn wie ein Charakter aus einem Nintendo-Spiel, nämlich
Super Paper Mario. Und zwar... Oh, man sieht nichts. Sophustus, aber bitte groß geschrieben. Sophustus. So, Sophustus. Helden erstellen. So, ich glaube bei Einstellungen, ne? Akt 1. Wir fangen ganz normal an. Erleben Sie die Geschichte von Diablo 3. Gut. Ja, dann los. Bereits als Kind hat man mir gesagt, dass ich etwas Besonderes sei. Ein Wunderkind mit großem Potenzial. Ich ging zum Sanktum der Ishari, um mir so viel Wissen der Meister wie möglich anzueignen. Aber ich sah ihre Angst vor der Wahrheit. Nichts konnte ich von ihnen lernen. Aber die alten Bücher, die Prophezeiungen, die sie enthielten, zeigten mir alles, was noch kommen und alles, was ich werden könnte. Dann, eines Tages, fiel ein Stern vom Himmel. Das Zeichen, dass meine Stunde gekommen war. Ich werde nach Westen gehen, nach Tristram, um die Finsternis aufzuhalten, die mit dem Stern kommen soll. Um das Schicksal zu erfüllen, das mich ruft. Der Hochweg. Gut, ja, die FPS-Zahl gerade in der Szene, tut mir leid. Ja. Es stinkt hier nur so nach Toten. Der gefallene Stern muss in der Nähe sein. Ja, könnte er. So, jetzt ist meine Frage. Es gibt in dem Spiel ein ganz normales Level-System von 1 bis 70. Früher nur bis 60, jetzt bis 70. Nach 70 kann man aber trotzdem noch weiter leveln. Die sogenannte Paragon-Stufe. Da ich das Spiel gespielt habe, und das gerade nicht sehr wenig, habe ich jetzt hier sehr viele Punkte. Ich würde sagen, wir nutzen sie für den Anfang erstmal nicht, um es wirklich klassisch zu spielen. Später kommt dann auch mehr Action rein. So, das ist der Hauptangriff. Okay, alles klar. So, aber... einmal bitte den Gesamtsound. Musik. Ja, tut mir leid, dass ich das jetzt in der Aufnahme machen muss, aber naja. Ist halt leider nicht zu ändern. Sprache kann ruhig lauter sein, damit man es auch hört. Gut. So, wir können uns bewegen. Wir können auch klicken. Dann sieht man diese Schallwellen am Boden, aber ich halte es gedrückt, das ist besser. Und mit Rechtsklick. Oh, so stark sind wir. Interessant. Ja, die können ja gar nichts. Auferstandener Untot. Interessant. Was haben wir denn hier? Heiltrank. Stellt sofort 60% Leben wieder her. Abklingzeit 30 Sekunden. So. Hauptmann. Eine Prophezeiung schickte mich auf die Suche nach dem Stern, der auf dieses Land gefallen ist. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende. Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Runford, da sind noch mehr!
Wir können die Tore nicht öffnen, bis wir sie zurückgedrängt haben. Alles klar. Es kommen immer mehr. Was? Verpisst euch. Ich werde noch mächtiger. Stufe 2. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Ihr findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Es passiert gerade ziemlich viel. Was? Froststrahl? Moment. Fertigkeiten. Magisches Geschoss. Runen werden ab Stufe 6 freigeschaltet. Ja, gut. Sekundär. Froststrahl. Kosten 16 Arkankraft. Erzeugt einen Strahl aus reiner Kälte, der eure Gegner unterkühlt. Okay. Und wie sieht der aus? Oh, geil. Cool. So. Verbrennt diese Leichen, bevor sie wieder auferstehen. Was? Ich hab geholfen. Den war bestimmt heiß. Die Kirche von Takarum ist in Ungnade gefallen. Welcher Glaube kann uns jetzt noch retten? Es ist das Ende der Welt. Seht ihr das nicht? Alles klar. Und ich merke gerade, die Stimmen sind ein bisschen leise, leider. Ja, ich muss das... Ja, warte, wie mache ich das? Mache ich das wieder ein bisschen lauter? Die Soundeffekte dafür dann leiser? Die Umgebungslautstärke? Ganz ehrlich, das ist... Mein Gott, ein bisschen Atmosphäre. So, Bruder Malachi, der Heiler. So wie der Schäfer über seine Herde wacht, werde ich mich jener annehmen, die uns beschützen wollen. Klingt gut. Händler. Hab das letzte Mal, als ich unter der Erde war, ein paar interessante Sachen gefunden. Du solltest sie dir mal ansehen. Aha, ja gut, wir haben jetzt leider schon etwas mehr Gold, weil, naja, ich habe das Spiel halt schon mal gespielt. Und das Gold ist halt accountgebunden und für jeden Charakter gleich einsetzbar. Und deswegen, naja. Warum ist das so gut? Also wir haben es ja noch nicht schwer, also lass ich's mal. Vor allem eigentlich könnten wir uns das ja auch gar nicht leisten. Was haben wir denn hier? Das leuchtet so. Kane-Chroniken. Ihr habt keine unidentifizierten Gegenstände. Ja, wusste ich. Ah, hier ist unser Banner. Warum steht da jetzt Luke Tendo? Achso, ja, Account. Ja. Ich habe Marco versprochen, ihn zu beschützen. Und jetzt ist er tot. Ja, passiert. Hedrick. Handwerker. Ja, ich glaube... Das lassen wir mal. Was haben wir denn hier? Wagt es ja nicht, einen Finger zu rühren, um den Wagen des Bürgermeisters zu reparieren. Mein Bruder ist bei der Verteidigung dieser Stadt gefallen, während dieser vollgefressene Feigling versucht hat, wegzulaufen. Hätte ich auch gemacht. Nein, was für ein Arschloch. Was haben wir denn hier? Könnt ihr das Ding bewegen? Ich muss vorbei. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu sprechen? Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt. Juckt mich nicht. Warum wollt ihr fort? Bist du von Sinnen? Diese Stadt ist dem Untergang geweiht. Jeder, der auch nur über einen Funken Verstand verfügt, sollte versuchen, von hier wegzukommen. Wirst du mir helfen oder nicht? Es ist nicht meine Art, Feiglingen zu helfen. Okay. Ja, gut. Ja. So, unsere Beutetruhe ist auch accountgebunden. Da sind jetzt Sachen drin, womit ihr noch gar nichts anfangen könnt. Also, ne, folgen wir mal der Story. Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Wir suchen Lea. Ist das Lea? Seid ihr Lea? Rumford sagte, ihr habt den fallenden Stern überlebt. Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Kane in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Oh oh. Sie verwandeln sich! Die können doch nichts. Guck dir das an. Für die Wirtschaft ist das der Tod. Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Ich werde ganz sicher dafür sorgen, dass dies nicht geschieht.
Eure Stadt ist sicher. Ja. Hab Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Ja, alles klar, Zuckerpüppchen. Dann mache ich das mal. So. 16 Milizsoldaten sind ausgerückt. Nur Rumford ist zurückgekommen. Akkarath, steh uns bei. Wir hätten niemals auf diesem verfluchten Boden bauen dürfen. Vielleicht hatte Kane recht. Diablo quält uns selbst über den Tod hinaus. Mhm. Kanes Haus. Okay. Da ist ziemlich heiß hier drin. Deswegen. Ne? Gibt's hier irgendwas Besonderes? Buch. Deckard Kanes Tagebuch. Teil 1. Wir sind endlich bei Tristrams alter Kathedrale angekommen. Hier begann Diablo, Herr des Schreckens, die Menschheit erneut zu verderben. Hier finde ich vielleicht endlich die Antworten, die ich suche. Lea sorgt sich um meine Sicherheit, aber ich glaube, dass ich hier Informationen finden kann, die für den Sieg über die letzten Herrscher der brennenden Höllen unerlässlich sind. Ah, Deckard Kane, das ist der Onkel von Lea. So viel wissen wir schon mal. Gut. Hauptmann Rumford. Was kann ich tun, um euch im Kampf gegen die lebenden Toten zu helfen? Ich bewundere euren Mut, aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Danke für die Warnung, aber ich habe nicht vor, heute zu sterben. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Was? Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwirken. Sie greifen die Barrikaden an! Nicht mit mir. Doch, das ist eine von diesen scheußlichen Müttern. In den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Aha. Ja gut, dann... Oh, neues Wissen. Ich, Deckard Kane, war viele Jahre lang auf Reisen und habe über die seltsamen Kreaturen dieser Welt geschrieben. Doch der Anblick der scheußlichen Mütter verfolgt mich bis heute. Sie sind das, was von Königin Azylas abgeschlachteten Kammerzofen übrig geblieben ist, nachdem sie von niederträchtiger Magie entstellt wurden. Jetzt laben sie sich an Leichen und würden sie wieder als lebende Tote hervor. Oh, schon wieder neues Wissen. Ich werde nie vergessen, wie ich diese Scheusale zum ersten Mal aus den vernebelten Wäldern schlurfen sah. Unsere geliebten Verwandten und Freunde, vor langer Zeit beerdigt, erhoben sich aus ihren Gräbern und fingen an, die Lebenden anzugreifen. Die auferstandenen Toten waren jedoch nur der Anfang. Okay, alles klar. So, ich mache gerade noch mal ein bisschen die Soundeffekte leiser, weil ich habe Angst, dass man mich gar nicht mehr hört und deswegen, naja, mache ich es etwas leiser. Ja, das ist ja laut genug, also, ne? Ja, wenn nicht sogar noch zu laut. Ja, 15. 15 ist eine schöne Zahl. Ja, jetzt muss ich es richtig einstellen, so. Haben wir hier irgendwas? Ja. Gut. Ja. Ich beende dann jetzt gleich mal die erste Folge. Und in der zweiten Folge erzähle ich euch dann, ja, was dieses Let's Play dann so beinhaltet. Was wir machen, was ich euch zeige und... Ja, das wird sehr, sehr viel sein und wird auch sehr, sehr lange dauern. Ach so. Ach so. Gut. Komm, diesen modrigen Keller, den machen wir noch. Oh, wir können alles zerstören.
Diese kleinen Stachelscheusale können nicht weit von ihrem Nest sein. Goratra besiegt. Aus dem Nest wird kein Ungeziefer mehr schlüpfen. Genau. Aha. Neues Wissen. Verehrter Leser, mein Name ist Abd al-Hazir, Abenteurer, Gelehrter und Forscher. Ich teile mein Wissen über diese unglaubliche Welt und deren Kreaturen mit Hilfe meiner aufschlussreichen Schriften. Und das oftmals angesichts größter Gefahr für mich selbst. Vor kurzem war ich in Kanduras und mein Zelt wurde von boshaften Stachelscheusalen durchwühlt. Ich war in der Lage, sie mit meinem Schuh in die Flucht zu schlagen. Doch einem Mann geringerer Kühnheit wäre es weit schlechter ergangen. Mit einem Schuh. Wir nutzen hier mystische Magie und er schafft es mit einem Schuh. Ja, natürlich. Oh, ein Fluss. Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen der ersten Folge Diablo 3. Wir haben viel vor. Wir werden vieles sehen, vieles erkunden und viel machen. Ich habe sehr viel vor. Ob ich das einhalten werde? Na, mal gucken. Bis zum nächsten Mal bei Diablo 3.